Tag. Tag. Was darf's denn sein? Nein, nein, bleiben Sie oben. Ich will nur mal telefonieren. Bedienen Sie sich. Danke. Ach, ich merke eben, dass ich kein Kleingeld habe. Würden Sie mir das bitte wechseln? Sicher, sicher. Sehen Sie, jetzt muss ich doch runter. So, bitteschön. Danke, vielen Dank. Gloria? Hallo, hier ist Chet. Ich wollte nur... Oh. Ja, ich habe alles besorgt, Honey. Nein, ich habe nichts vergessen. Ich rufe dich nur noch mal an, um dir zu sagen, dass ich auf dem Weg nach Haus bin. Ich bin in ein paar Minuten da. Bis gleich. Sir? Ja? Sie haben da... unter Ihrem Ladentisch liegt eine Dose Nogoles-Nudeln. Ob Sie... würden Sie mir die bitte vorholen, wenn es keine Mühe macht? Bitte, ja, danke. Ist es die da? Ja, die ist es. Vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Eine Freundin von mir kocht heute Abend Japanisch, müssen Sie wissen, ja. Ach, Verzeihung, wissen Sie, wie spät es ist? Hm? Natürlich weiß ich das. Viertel vor vier. Viertel vor vier, danke. Wiedersehen. Du musst einen Penny reinstecken, damit was rauskommt, mein Junge. Na klar, hab ich, aber es kommt nichts. Machen Sie mal. Na schön, ich probier's mal. Mal sehen, was sich machen lässt. Früher habe ich immer den Penny und den Kaugummi wieder rausgekriegt. Hopp. Es klappt nicht immer. Warte, ich zeig dir, wie du es machen musst. Ja, lass das lieber sein, sonst fehlt er. Hey! Es gibt doch ein Donnerwetter. Aber warum denn, Unsinn? Erstmal hast du es ja nicht mit Absicht gemacht, sondern aus Versehen, nicht wahr? Du bist unschuldig, ich bin Zeuge. Geh rein und sag dem Mann genau, was passiert ist. Du hast ein bisschen dran rumgerüttelt und bums fällt dir das blöde Ding aus der Hand. Du wolltest ja nicht stehlen, das ist die Hauptsache. Du musst Verantwortungsgefühl haben, weißt du, was ich damit meine? Wenn man was verbockt hat, muss man den Mut haben, dafür gerade zu stehen. Also geh zu dem Mann rein und sag ihm genau, wie es gewesen ist. Die Wahrheit, okay? Okay. Passiert nichts, ich verspreche es dir. Aha. Sie kommen wieder, weil Sie Ihre Lebensmittel in der Garage vergessen haben. Ich habe sie nicht vergessen. Nur deswegen, sonst wären Sie doch weitergerannt. Nein, wieso? Warum denn? Also, junger Mann, was werden Sie nun deswegen unternehmen? Deswegen? Na, wegen dem hier. Deswegen unternehme ich gar nichts. Hören Sie, wenn Ihr Geld mal im Automaten stecken bleibt, ich gebe es Ihnen bestimmt gern wieder. Sie müssen mir bloß was sagen, aber also, machen Sie es doch nicht gleich kaputt. Also erstmal war es nicht mein Geld. Und dann muss ich Sie zweitens enttäuschen, ich habe ihn nicht umgeschmissen. Bitte, bitte, ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Ich will mich auch nicht mit Hören Ihnen streiten. Hören Sie zu, ich habe meinen Stolz, nicht wahr? Ja. Und Sie haben auch Ihren Stolz, aber nehme ja. ich an. Gut, dann vergessen wir das Ganze und Sie zahlen mir $20. $20? $20, so viel kostet das. Oh, ich bezahle Ihnen doch keine $20, Mann. Dann, lass ich eben einen Polizisten kommen. Oh, wenn Sie das glücklich macht, von mir aus lassen Sie 12 kommen. Ich werde 12-mal dasselbe sagen. Hm. Ich bin daran völlig unschuldig und bezahle keine $20. Das ist doch... Also, Sie haben gesehen, wie er ihn kaputt gemacht hat. Hab ich ja. Durchs Schaufenster habe ich gesehen, wie er dran rumgefummelt hat und gerüttelt und geschüttelt. Hm. Und stimmt das? Er stunken und er lohnt. Wer war es dann? Der Mann im Mond? Es war ein kleiner Junge. So, ein kleiner Junge. Und wissen Sie, wer der kleine Junge war? Nein, das weiß ich nicht. Es war ein blonder Junge mit vielen Sommersprossen und ich glaube mit weißen Turnschuhen. Und wie kommt's, dass ich den Jungen nicht gesehen habe? Weil Sie oben auf Ihrer Leiter waren. Sie konnten ihn nicht sehen von da, wo Sie waren. Warum? Was habe ich davon, wenn ich den Automaten kaputt mache? Es muss ja keine Absicht gewesen sein. Vielleicht war es ein Versehen. Den Schaden müssen Sie so oder so bezahlen. Habe ich nicht recht? Jetzt hört die Gemütlichkeit auf. Warum soll ich für was bezahlen, was ich nicht gemacht habe? Ich denke gar nicht daran. Sie gehen bitte nach Hause. Alle, ja?
Sie müssen leicht umnebelt sein. Sie können nicht fremde Leute Eigentum kaputt machen und dann nicht dafür bezahlen wollen. Sowas ist ungesetzlich. Wenn er nicht zahlen will, gehört er ins Gefängnis. Verhaften Sie ihn. Na, dafür ist das Vergehen zu gering. Ich könnte ihn nur verhaften, wenn ich selbst dabei gewesen wäre. Ja, das wäre ungesetzlich. Haha. Aber es gäbe... Wieso was aber? Sie als Privatmann können den Herrn hier auch verhaften, vorausgesetzt, Sie wissen es genau. Wenn Sie es wirklich gesehen haben, können Sie ihn mit Hilfe eines Polizisten verhaften. Ich kann ihn verhaften? Ja, wenn Sie es wirklich gesehen haben und auch dabei bleiben vor Gericht. Gut, gut. Ich, Alexander Gustatis, verhafte hiermit Sie, Mein Name ist Chet Kincaid. Danke, Chet Kincaid, ich verhafte Sie. Kraft meiner Befugnis, die mir als Bürger der Vereinigten Staaten verliehen wurde. Und weil ich Moment mit eigenen mal, Augen gesehen habe, wie Sie meinen mal. Automaten... Kommen Sie doch mal mit. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Machen Sie schnell ein Ende. Geben Sie ihm die $20. Vielleicht ist er ja auch mit 15 zufrieden. Es geht hier nicht um $20, es geht ums Prinzip. Gut, dann wird die Sache aktenkundig. Ich muss Sie mitnehmen. Man wird Sie in eine Zelle sperren und bis heute Abend warten lassen. Wieso? Ich bin unschuldig. Das wird in der Verhandlung untersucht. Nur das hier wäre einfacher. Sie geben ihm, was er verlangt und gehen dann wieder Ihrer Wege. Hm. Na schön, okay. Hm. Na sehen Sie, was sind 20 Piepen? Ja, Sie kommen noch billig weg dabei. Halt, halt, Moment, warten Sie, es geht doch nicht. Sehen Sie, es geht doch nicht, weil wegen dem Jungen, der den Apparat kaputt gemacht hat, darum geht es nicht. Ich habe mit ihm geredet, bin hinter ihm hergelaufen, habe mir solche Mühe gegeben, dass er einsehen soll. Ich meine, ich kann doch jetzt nicht einfach, außerdem habe ich keine $20 mehr, sondern nur $1.50. Kaugummiautomat. Ja. Weil Sie einen Kaugummiautomaten aufgebrochen haben, sind Sie hier? Nein, weil ich ihn nicht aufgebrochen habe, den Automaten, bin ich hier. Ja, Verhaftung durch Privatperson. Ja. Ist er über seine Rechte belehrt worden? Ja. Ja. Na gut, wer soll im Notfall benachrichtigt werden? Was für Notfall? Es könnte Ihnen ja hier was passieren. Was soll passieren? Gar nichts. Bitte keine Bevorzugung. Sie sind hier wegen mutwilliger Beschädigung und groben Unfugs. Kaution $500. Haben Sie jemanden, der das bezahlt? Nein. Sie können telefonieren, wenn Sie wollen. Bis der Bürger hier ist, steht er längst vor dem Schnellrichter. Sparen Sie sich das, Mann. Nein, nein, schon gut. Ich würde gern telefonieren. Bedienen Sie sich. Hätten Sie vielleicht... pumpen Sie mir das Geld, ja? Ich gebe es Ihnen bestimmt wieder, Ehrenwart. Danke. Ach, wann werde ich die Verhandlung hinter mir haben? Was meinen Sie? Kommt drauf an. Es wird sicher 8 werden. Hallo, Gloria. Du sprichst... hier spricht... Ich meine, hier ist Chet, Honey. Hör mal, wegen dem Essen, weißt du, warte doch lieber, bis ich nochmal anrufe. Ist besser. Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Mir ist was dazwischen gekommen. Also, bis nachher. Wiederhören. Die meisten hätten einen Anwalt angerufen. Ich brauche keinen Anwalt, weil ich unschuldig bin. Naja, leeren Sie bitte Ihre Taschen aus. Natürlich. So, bitte. Moment, ich habe noch was. Also, eine Brieftasche, ein Schlüsselring mit Schlüssel, Rabattmarken, eine Nagelfeile. Und noch mal Rabattmarken. Ist das alles? Ja, alles. Das kommt, weil ich bin Lehrer und es ist 3 Tage vor dem Ersten. Ich spreche nicht vom Geld. Haben Sie sonst noch was bei sich? Meine, die Tüte mit Lebensmitteln hier. Lebensmittel verwahren wir hier nicht. Die werden weggeworfen. Das hier soll was Japanisches. Es werden hier keine Lebensmittel verwahrt. Aber Sie sind mein persönliches Eigentum. Na schön, packen Sie aus. Ja, mach ich. Also das ist Brunnenkresse. Hier sind ein paar grüne Gurken, habe ich hier. 15 Cent pro Stück. Weiter, eine Dose mit Nogulesnudeln und eine Packung gefrorene grüne Bohnen. Frischqualität, Warenklasse A, fadenlose Züchtung. Was sind da noch? Ach, hier, ja, was ist das? Eine Dose Yam-Nudeln. Yam-Nudeln? Ja, Nudeln aus Yam-Wurzeln gemacht. Davon habe ich noch nie was gehört. Sind die gut? Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht probiert. Meine Freundin kocht heute japanisch. Ja, das könnte meine Frau auch mal machen, japanisch kochen. Das wäre meine Abwechslung. Das ist ja langweilig, immer nur Fleisch und Kartoffeln. Na, wie? Hier ist Ihre Quittung. Danke. Gut, dass ich kein Eis gekauft habe, sonst wäre jetzt eine Pfütze auf dem Schreibtisch. Ah, jetzt machen wir die Fotos. Was für Fotos? Ja, das ist so üblich. Dann machen Sie ein Foto? Ich bin nur ein geringfügiges Vergehen. Das ist nun mal so. Hier rüber. Sicher muss ich dann auch noch eine Pressekonferenz geben. Hier, halten Sie sich das bitte unters Kinn. Mit Vergnügen. Hören Sie. Legen Sie da etwa auch eine Akte an, wo ich doch unschuldig bin? Wenn man Sie für unschuldig befindet, nein. Nehmen Sie doch bitte den Finger von den Zahlen. Oh, Verzeihung, ich war noch nie verhaftet, wissen Sie. Ja, gut so. Und jetzt drehen Sie sich ins Profil. Kann ich die Bilder käuflich erwärmen? Ich brauche einen neuen Reisepass. Sie haben schon wieder den Finger auf einer Nummer, Mister. Hm? Oh, wie dumm. Ich habe eben noch keine Übung darin. Okay, und jetzt die Fingerabdrücke. Kommen Sie rüber.
Jetzt bestellen Sie mich jedes Mal her, wenn irgendwo ein Kaugummiautomat kaputt ist, was? Sie werden nicht allzu lange hier drin sein. In 2 Stunden ist die Verhandlung und um hinzukommen, brauchen Sie auch eine halbe Stunde. Sorgen Sie aber auch dafür, dass ich geholt werde. Keine Sorge, Sie werde ich nicht vergessen. Vielleicht geht's ein bisschen schneller. Sie wissen ja, dass ich heute noch nach Japan will. Hey! Ach Mensch, das freut mich, dass ich endlich Gesellschaft kriege. Wie geht's denn, alter Junge? Hm? Bertha! Mein Name ist Cookie. Cookie Mahak. Freut mich, Cook. Mich auch, mich auch. Und wie heißt du? Hm? Chet Kincaid. Aha, freut mich, Chet. Ja? Warum sind Sie hier? Ich habe einen Barmann verprügelt. Ah ja. Ah ja, und dieser Blödmann hat mich angezeigt. Und was hast du verbrochen? Mir hängen Sie einen Kaugummiautomaten an. Einen Kaugummiautomaten? Ja. Mit dem Kaugummiautomatenknacker sperren Sie mich zusammen. Das war nicht meine Idee. Lass nur, ist schon gut. Ja? Na klar, jedem Tierchen sein Pläsierchen, wenn es bei dir der Kaugummi ist. Ich habe nur meine Schwäche dafür. Ich sitze da in der Bar, kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten und sonst nichts. Naja, ich kippe ein paar. Hast du einen Moment Zeit? Ja. Also wie gesagt, ich sitze in der Bar, kümmere mich nur um mich und gieße ein paar hinter die Binde. Und dann gebe ich dem Halunken $10, verstehst du mich? Ist ja laut genug. Ja, und stell dir vor, der gibt mir nur auf 5 raus. Auf 5, ja. Das ist doch eine Frechheit, ja? Ich sag ganz höflich zu ihm, hey, das sind aber $10 gewesen, lieber Freund. Da sagt er doch, wollen Sie damit sagen, dass ich ein Dieb bin, Kleiner? So, und das war mitten rein ins Schlimme. Das ist nämlich das Einzige, was man niemals zu mir sagen darf. Was denn? Na, Kleiner. Nicht Kleiner. Kleiner, hast du gesagt, sage ich zu ihm. Ich werde dir den Kleinen zeigen. Und da habe ich ihn auch schon am Schlawittchen gepackt, diesen Bier- und Whisky-Schwengel. Und dann kommt die unerbittliche Linke und meine tödliche Rechte. Und dann gehe ich meine 2 berühmten Schritte zurück. Wieso, wieso? Ich bin noch nicht der Barmann. Oh, Verzeihung, es tut mir furchtbar leid, das wollte ich nicht. Das ist mir durchgegangen. Das ist ein schönes Hemd. Ja, das putzt ungemein. Sowas, also jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie hast du gesagt, war dein Name? Chet Kincaid. Ah, natürlich, Kincaid. Ach, ich bin Cookie, ja. Cookie Mahak. Ja, ich weiß, so weit waren wir schon. Findest du nicht auch, das ist doch ein sehr ungewöhnlicher Name, Mahak? Ja, sehr ungewöhnlich. Es ist nicht mein richtiger Name, weißt du? Da kann man dir nur gratulieren. Na, jetzt ist es aber mein Name, obwohl mein richtiger Name früher mal anders war. Das war so, weißt du, meine Großmutter ist vor vielen Jahren aus Schottland gekommen. Und als sie gelandet ist auf Ellis Island, hat man sie gefragt, möchten Sie vielleicht einen anderen Namen? Und sie hat gefragt, wie viel kostet mich das? Und sie haben gesagt, keinen Penny. Ja, da hat sie ihn geändert. Sie hieß Graham. Und daraus wurde Mahak. Das ist Graham einfach von hinten. M-A-H-A-R-G. Verstehst du? Mhm. Weißt du, manchmal denke ich mir so, mein Leben wäre ganz anders gelaufen, wenn ich Graham heißen würde. Dann wäre ich jetzt vermutlich nicht hier. Ja, aber trotzdem tut's mir nicht leid. Ach, dem Barmann habe ich besorgt. So Cookie Graham hätte vielleicht nicht Kleiner gesagt. Kleiner, hast du gesagt, sage ich zu ihm. Ich werde dir den Kleinen zeigen, du. Da habe ich ihn auch schon an 2 Witzchen gepackt und da kommt die unerbittliche Linke und die tödliche Rechte kommt auch. Dann gehe ich meine 2 berühmten Schritte. Aufhören, sofort! Und lass mein Hemd los. Und, oh, das wollte ich nicht, es ist mit mir durchgegangen. Wir sind ja im Gefängnis, Mann. Nimm dich gefälligst ein bisschen. Das Hemd ist aber wirklich sehr schön. Hey, erzähl mir doch mal was von deiner Prügelei. Ach, lassen wir's. Ich kann ja nicht das Wasser reichen. So? Naja, sehr rosig sieht's hier für mich nicht aus. Wenn ich Pech habe, hängen 3 Monate dran. Der Richter ist verdammt streng. Er wird dich auch schön in die Zange nehmen. Hey, vielleicht kommen wir in dieselbe Zelle, es wäre doch das klasse. Das hoffe ich nicht. Nein, ich werde nicht eingelocht, weil ich bin ja unschuldig. Das muss ich überhaupt nicht sagen. Das sagt schon was. Nein. Du wirst ja sehen. Mach dir keine Illusionen. Wenn du erstmal verhaftet bist, bist du dran, lieber Freund. Tja. Das Sicherste ist immer noch, sich lieber für schuldig zu erklären. Dann wird die Urteilsverkündung meist aufgeschoben. Mache ich nicht. Ich bin unschuldig. Also erkläre ich mich für nicht schuldig. Das war nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich dem Jungen gesagt habe. Nein, ich erkläre mich für schuldig. Bitte schön, bitte. Du wirst schon wissen, was du machst.
Ich bin unschuldig, ich verteidige mich. Und zwar mit einem Zitat von Oliver Wendell Holmes. Von denen habe ich noch nie gehört. Das sind nicht mehrere Leute. Oliver Wendell Holmes war mal Richter des obersten Bundesgerichts. Es war 1928. Er hat damals in dem Fall von Horsen gegen Peggory gesagt, dass ein unschuldiger Mensch nichts zu fürchten hat von einem Gericht. Weil sein Glaube an seine eigene Unschuld wie ein helles Leuchtfeuer strahlt und dem Richter damit den Weg weist. In den Hafen der Wahrheit und Gerechtigkeit. Und das trotz vieler Hinweise, die für die Schuld des Angeklagten sprechen. Oh, was für ergreifende Worte. Wie kommt's, dass du so viel weißt? Ach was, ich weiß nicht viel. Ab und zu erinnert man sich eben an das, was man früher gelernt hat. Das ist alles. Mhm. Ja, trotzdem kriegst du 3 Monate. Nein, nein, völlig ausgeschlossen. Ich bin ja unschuldig. Und wenn die hier behaupten, dass ich schuldig bin, gehe ich an ein höheres Gericht. Noch ein höheres, noch ein höheres. Und ich werde zum Schluss mein Recht kriegen, genau wie der Kleine sein Recht bekommen hätte, weil er unschuldig war. Kleiner, sagst du, sage ich zu ihm. Ich werde dir den Kleinen schon zeigen. 3 Monate oder $500. Nächster Fall. Der Staat gegen Cookie Mahark. Oh. Ja, ich weiß, wie das hier funktioniert. Sie sind angeklagt wegen Unruhestiftung, Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wie erklären Sie sich? Als nicht schuldig. Auf die Erklärung dazu bin ich sehr gespannt. Also, Euer Ehren, ich freue mich, heute vor Gericht stehen zu dürfen. Ich bin vermutlich kein sehr gebildeter Mensch, aber ich müsste mich furchtbar täuschen, wenn nicht 1928 ein Mann namens Holmes... Oliver Wendell Holmes? Genau der. Ich weiß nicht, ob ich es noch ganz genau wörtlich hinbekomme, es ist schon eine Weile her... Aber er sagte damals im Dawson-Fall, dass... Lawson versus Gregory. Und das war 1932 und nicht 28. Richtig, jetzt erinnere ich mich. Damals hat er gesagt, ich zitiere Euer Ehren, ein unschuldiger Mann hat von weisen und edlen Richtern nichts zu befürchten. Ich schlage vor, wenn Sie Mr. Holmes zitieren, sich um den korrekten Wortlaut zu bemühen. Was Mr. Holmes, einer der phänomenalsten Richter in diesem Land, tatsächlich gesagt hat, war Folgendes. Der unschuldige Mann hat von Gericht und Richter niemals etwas zu fürchten. Sein Glaube an die eigene Unschuld wird wie eine Kerze aus der Mitternacht seiner Seele aufleuchten und führt den weisen Richter an den goldenen Hort von Wahrheit und Gerechtigkeit. Jawohl, Wahrheit und Gerechtigkeit. Ja, ja, genau so war's. Wunderbare Worte. Ich erhebe Einspruch. Was? Mr. Mahark, ich bin nicht so sicher, von welcher Relevanz Lawson versus Gregory in unserem Fall ist. Nichtsdestoweniger, jeder Mann, der hier vor mir steht und sich auch nur im Entferntesten an Oliver Wendell Holmes erinnert, verdient meinen ganzen Respekt. Ich bin beeindruckt. Im Vertrauen darauf, dass Sie die unumstößlichen Weisheiten Mr. Holmes, wenn Sie draußen sind, genauso befolgen wie hier drin, erkläre ich Sie für nicht schuldig, aber dass Sie mir nicht wieder unter die Augen kommen. Nächster Fall. Ich danke Ihnen von Herzen, Euer Ehren. Hat ja wunderbar geklappt, alter Freund. Ja. Du machst nur wie ich. Natürlich. Custates versus Kincaid. Oh, bin ich schon dran. Sie sind angeklagt wegen mutwilliger Sachbeschädigung. Wie erklären Sie sich? Euer Ehren, dürfte ich dazu ein paar Worte sagen, bitte? Sie möchten eine Erklärung abgeben, wie? Ja, Sir. Das Gericht wartet, Mr. Kincaid. Ich danke, Sir. Meine Damen und Herren Geschworenen... Halt, halt, das sind keine Geschworenen, Mr. Kincaid. Nein? Macht nichts. Ich wollte dazu bemerken, dieser besondere Fall, da ist alles so sonnenklar, verstehen Sie? Ja, ganz klar, dass, ich meine, sogar ein Kind würde über die Wahrheit stolpern. Sie unterstellen diesem Gericht Infantilität, Mr. Kincaid? Ob ich... Oh, nein, 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 Euer Ehr. Sehen Sie, was ich sagen wollte, ist nur... Wir hier in diesem fortschrittlichen Land, dass wir eben... Man meine ich, eine konstitutionelle Regierung haben wir doch, nicht wahr? Und das heißt Mr. Kincaid, das Gericht wartet. Ja, ich weiß, aber sehen Sie, die Demokratie... Die Demokratie müssen Sie wissen. Und ich sage Ihnen, wenn wir die ignorieren, diese Dinge, die ich meine, nicht? Das wird schlimm, hm? Kein Wasser mehr im Krug. Mr. Kincaid, wir warten immer noch. Ja. Was habe ich denn zuletzt gesagt? Kein Wasser mehr im Krug.
Aha, so. Nein, nein, ich meine in meiner Beweisführung. Also, wie erklären Sie sich, Mr. Kincaid? Als nicht schuldig, Sir. Natürlich. Das Gericht lässt nun den Kläger zu Wort kommen. Bitte, Mr. Gustatis. Euer Ehren, dürfte ich dazu ein paar Worte sagen? Sie auch? Es ist eine ernste Sache, falsches Zeugnis abzulegen, Sir. Und genau das habe ich gemacht. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe nicht gesehen, wie dieser Mann meinen Automaten kaputt gemacht hat. Trotzdem könnte er es doch gewesen sein. Ich glaub's nicht. Ich habe ihn jetzt beobachtet und ihm zugehört. Nur ein wirklich unschuldiger Mann wird es so drauf ankommen lassen wie er. Dass er einfach hierher kommt ohne Verteidiger und anfängt mit ihnen zu plaudern. Alles, was er macht, ist, er sagt, ich bin unschuldig. Da hat's bei mir oben geklingelt. Sie wollen Ihre Anklage zurückziehen? Ja, bitte. Gut, der Fall ist abgeschlossen. Weiter bitte, der nächste Fall. Ich habe ein bisschen übereilt gehandelt. Tut mir leid. Schon gut. Es wäre nur gerecht, wenn Sie mich jetzt verhaften würden wegen falscher Verhaftung. Unsinn, wieso denn? Sie können mich genauso verhaften wie ich Sie. Nein, ich werde niemanden verhaften, Mr. Gustatis. Alles, was ich wollte, war Gerechtigkeit und die ist mir widerfahren. Aber ich möchte nun mal die Sache wieder gut machen. Womit kann ich Ihnen einen Gefallen tun? Sagen Sie es. Sie wollen mir einen Gefallen tun. Warum? Ich tue Ihnen doch auch keinen. Ich hätte Ihnen die $20 ja gerne gegeben, aber ich habe nur $1.50 gehabt. Hallo, Gloria. Ja, Schätzchen. Ja, wer denn sonst, Schätz? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen spät geworden, aber das habe ich dir doch gesagt. Ja, habe ich. Weißt du es nicht mehr? Ja, das mit dem Huhn tut mir leid, aber das ist doch nicht so schlimm. Wir gehen essen. Das Huhn kann bis morgen warten. Okay? Ja. Ja, ich liebe dich. Ja. Nein, lauter kann ich das nicht sagen. Geht nicht. Weißt du, richtig. Bis gleich. Hier sind Ihre 7 Sachen. Schön, vielen Dank auch. War eine nette Bedienung hier. Mhm. Chef! Mein alter Freund Schätz. Ach, wie geht's denn? Ja, mir gut. Also, was machst du denn schon wieder hier? Du willst wissen, warum ich schon wieder hier bin? Ja, was wenn ich dir her? Das erzähle, das wirst du nicht glauben. Oh, probier's mal. Ich süffel da in einer Bar still vor mich hin, in der kleinen Meinasyle, genau gegenüber vom Gerichtsgebäude, ja, weißt du? Da sitzt so ein Kerl direkt neben mir und der sagt zu mir, hey, Sie haben ja ganz schön ein Hängen, Kleiner. Ja, und was sagst du? Und ich sag zu ihm eine Frechheit. Ja, das finde ich auch. Also dann mach's gut, Kleiner. Kleiner? Ich werd dir den Kleinen zeigen. Oh Lord. It's a man. Attack it!